Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Plinker und Grüße gehen raus an alle Plinker-Freunde da draußen, alle, die Spaß am Kaliber 4,5 haben. Ja, was wollen wir uns heute anschauen? Ihr habt es bereits in der Überschrift gelesen. Heute geht es um das Modell 310 von Hennel. Ein Luftgewehr, wie manche sagen würden, aus der guten alten Zeit. Dieses Teil ist bestimmt, man könnte es bestimmt an der Seriennummer recherchieren. Dieses Luftgewehr ist bestimmt 40 Jahre alt, soll uns aber nicht daran hindern, uns heute mal anzuschauen und auch damit natürlich zu schießen, zu plinkern. Ja, was macht das Hennel aus? Gerade dieses Modell, der Korpus ist komplett in Holz gearbeitet. Der Lack, ihr seht es, hier schön im Licht spiegeln, reflektieren. Der Lack ist noch sehr gut erhalten. Die Brünierung ebenfalls. Gezielt wird über Kimme und Korn. Hier vorne haben wir einen kleinen Korntunnel. Ja, ansonsten laden. In dem Fall mit dem 12-Schuss-Magazin. Es gab noch ein 8er und ich bin mir gar nicht sicher, ob es vielleicht sogar noch ein 6er gab. Auf jeden Fall, das ist hier die 12-Schuss-Variante. Verschossen werden Punktkugeln im Kaliber 4,4 mm. Ja, wie gesagt, hier vorne wird das Magazin eingesetzt. Hierüber bricht dann der Schuss über den Abzug. Der Abzug ist nicht verstellbar. Er ist dann halt einfach so, wie er ist. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Naja, es ist halt aus der, wie eben schon angedeutet, aus der guten alten Zeit. Hier hinten an der Schulterstütze könnt ihr eventuell noch die Prägung GST sehen. GST, Gesellschaft für Sport und Technik der DDR. Es war immer alles ein bisschen, naja, militärisch angehaucht. Deswegen diese Repetierer-Ausgabe hier noch mit dem Repetierhebel. Ja, angelehnt an die gute alte Mauser wahrscheinlich noch. Ja, man sollte ja in der DDR bei allem, was man so in der Freizeit macht oder machte, sollte man ja auch so ein bisschen auf die Verteidigung des Vaterlandes vorbereitet werden. Von daher sollte man hier in der GST wahrscheinlich noch üben, wie man, naja, mit dem guten alten Gewehr umgeht. Okay, sollen sich weiter stürmen? Wir schauen uns das an, was es so kann. Ja, damals, was hat mich zum Erwerb bewogen? Es gab das Original-Futteral noch mit dabei und ja, so kann man es hier halt dann zeitgemäß auch wieder verpacken und verstauen. Am Ende, am oberen Ende befindet sich eine kleine Lasche, kann man sich das Gewehr dann ja in den Keller oder in den Schrank hängen, wie ihr wollt. Ja, aber lasst uns nicht weiter länger schnacken, lasst uns damit ein bisschen plinkern. Passend zur guten alten Zeit habe ich mir gedacht, wir schießen mal auf CDs. Ja, im MP3-Zeitalter schießen wir heute mal auf CDs. Im Vergleich werde ich dann wieder mit meinem Weihrauch HW30S schießen, einfach um zu sehen, ja, was für eine Energie bringt das Gewehr noch mit und durchschlagen eventuell die Punktkugeln die 10 CDs. Ja. Wie gesagt, ein F-Stempel hat es nicht, von daher wissen wir auch gar nicht, wie viel Energie dieses Teil hat. Von daher würde ich sagen, gehen wir auf meine Shooting Range und schauen uns einfach an, wie sich so schlägt und wo wir es ungefähr energiemäßig einordnen können. Nicht lang schnacken. Erster Schuss mit dem Hennel Modell 310. Okay, das war ein direkter Treffer. Schauen wir es uns an. Thank you.
Ja, ich habe es mir vorne angeschaut. Wir haben also Spuren, energetische Spuren bis auf der sechsten CD. Die ersten beiden möchte ich meinen, hätte es locker durchschlagen. Von daher gucken wir einfach mal zur Einordnung, wo wir da stehen. Als erstes wird mit einem Standard Diabolo geschossen, 0,5 Gramm. Als nächstes nehmen wir den Barracuda Hunter Extreme von H&N mit 0,6 Gramm. Ja, und als Special werden wir noch die Barracuda Power mit 0,7 Gramm verschießen und einfach mal sehen, ja, ob die mehr Effekt haben oder nicht. Ich würde sagen, das schauen wir uns an. Als erstes, wie gesagt, der Standard Diabolo von Fritz Zell, 0,5 Gramm. Ich werde auf die linke Seite schießen. Okay. Okay, als nächstes 0,6 Gramm die Barracuda Hunter Extreme. Die sehen schon fies aus. Schauen wir mal. Holy moly, ja, ganz schön gebatzt. Das war fast das gleiche Ergebnis, hätte ich so nicht erwartet. Ebenfalls eine Beschädigung noch auf der siebten CD. Und dann zum Schluss als letztes die Barracuda Power mit 0,7 Gramm. Okay, das reicht mir noch nicht. Als ein weiteres Special werden wir von H&N den Hornet Diabolo verschießen. Ja, okay. Ihr habt es gesehen. Das Luftgewehr liegt ungefähr auf der Leistungsstufe von heutigen Modellen
Von daher alles gut. Die Feder hat noch ja, die Kraft, die sie haben soll. Und ja, man kann damit auch noch in Ruhe ein bisschen plinkern. Im Garten oder wo auch immer. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin für heute raus. Vergesst nicht zu abonnieren. Viel Spaß beim Plinkern. Ciao, ciao.